Dass ich ein großes No-Fangirl bin, sollte man langsam gemerkt haben. Ich habe fast alle Produkte ausgetestet. So war das für mich natürlich auch ein absolutes Muss, das Slow-Aging-Serum auszuprobieren. Wie es mir gefallen hat, erzähle ich dir nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco. Wir sprechen heute über dieses Teilchen hier, das Slow Aging Serum. Und das war für mich ein Serum, wo ich, muss ehrlich sein, am wenigsten mit anfangen konnte. Das hängt aber mit meinem Hauttyp zusammen. Wenn man beim Hersteller auf der Seite mal guckt, findet man eben auch die Beschreibung, für welche Hauttypen das gut ist. Mein Hauttyp ist ja eher Team fettige Haut. Ich hasse es, fettige Haut zu haben, gerade was Pony betrifft und so. Wenn es dann ins Gesicht reinhängt, dann hast du eigentlich grundsätzlich immer einen strähnigen Pony, ja. Aber der Vorteil von fettiger Haut ist halt, dass du halt nicht diese Mimikfältchen hast. Du hast extremere Falten, ja, wie nennt sich die Nasolabialfalte oder hier die Zornesfalte, habe ich schon. Aber sonst so kleine Fältchen vielleicht mal unter den Augen. Und die Leute, die normale Haut haben und eine Mischhaut, die eher in Richtung trockene Haut geht, für die ist das genau das Richtige. Ich mag es trotzdem echt gerne, weil es kommt mit, also es ist wie so ein Plus, so ein Goodie, was man seiner Haut antut sozusagen. Also es ist wie, als wenn du Vitamine nimmst, da kannst du ja auch nicht direkt davon ausgehen, dass du sofort schönere Haut hast, sofort eine bessere Stimmung hast, sofort viel gesünder bist, sondern das muss man schon auf längere Sicht ansehen. Das ist dieser Multipeptid-Komplex und ich mag diese Emulsion echt gerne. Das ist eine milchige Emulsion, sie ist gar nicht fettig, sie geht eher in die Feuchtigkeit. Es ist Panthenol und Koffein mit drin, was eben diesen Komplex nochmal unterstützen soll. Ich würde euch gerne an der Stelle mal einblenden, was alles drin ist, eben die Inhaltsstoffe. Mit 16,95 € ist es eins der teuersten Produkte, die No entwickelt haben. Für die Drogerie natürlich schon eine Stange Geld, es ist aber trotzdem ein Top-Produkt. Und bei denen Produkten, ich bin ja jemand, ich achte extrem auf Kunststoffe in der Kosmetik, Mikroplastik. Man muss da aufpassen, weil die Hersteller einen da schon so ein bisschen verwirren und verarschen. Denn nicht alles wird zu Mikroplastik, sondern da geht es auch immer noch um die Partikelgröße. Und deswegen sage ich zukünftig in meinen Videos immer Kunststoffe in der Kosmetik, aber gemeint sind Mikroplastik und Co. Und bei No kann man sich einfach darauf verlassen, dass da einfach gute Inhaltsstoffe drin sind. Das ist Clean Beauty. Ich würde euch gerne mal an der Stelle vorlesen, was der Hersteller zu seinem Produkt sagt. Ich blende es euch aber auch gleichzeitig ein. Das Slow Aging Serum verbindet hochinnovative und bewährte Inhaltsstoffe in einer sanften, besonders verträglichen, parfümfreien Formel. Diese helfen nachgewiesen gegen Hautalterung und Mimikfältchen. Und dieses Vertrauen kann man bei No wirklich haben. Aber es ist eben so eine Wirkung, die auf längere Sicht gesehen wird. Na, also nicht, dass du denkst, du verwendest jetzt da ein Fläschchen und hast viel weniger Fältchen. Ich denke, jemand, der halt wirklich unter trockener Haut leidet, und die ein oder andere Freundin von mir, die hat das nämlich auch, für die ist das besonders gut. Habe ich auch schon weiter empfohlen, kann man an der Stelle sagen. Denn nichts ist einfacher aufzutragen als dieses Serum. Das ist wirklich unkompliziert und das richtet sich auch ein bisschen an die Leute, die eben nicht so viel Schnickschnack in ihrer Pflege haben wollen, die ihr Gesicht vielleicht waschen wollen und eine Creme auftragen. Und wenn da was dazwischen ist, okay, aber mehr dann bitte auch nicht. Und an die richtet das so ein bisschen. Man kann das auch alleine auftragen. Für diejenigen von euch, die sagen, Creme ist mir echt zu blöd, da kann man das auch alleine auftragen. Ich komme ohne Creme nicht aus. Ne? Also meine Haut ist nach dem Waschen viel zu trocken, sie spannt zu stark. Und durch das, dass ich eben fettige Haut habe,
fettet die dann richtig extrem nach. Deswegen so eine Creme schützt dann auch noch gleich. Und diesen Schutz hat man eben auch mit diesem Serum. Es ist aber nicht wie eine Creme oder so, ne? Also es fettet halt nicht. Es ist wie so ein Durstlöscher für die Haut. So kommt es mir vor. Also es ist auch natürlich für Leute wie mich was Gutes. Aber man kann halt nicht so eine sichtbare Wirkung erhoffen, wie das jetzt jemand hat mit eher trockener Haut, der dann eben unter kleinen Fältchen, die man eben relativ schnell auf der Haut hat, leidet. Ich gebe an der Stelle immer den Tipp, gerade bei so Serien, das wissen immer noch einige nicht. Auch wenn man dazu verleitet wird, im zuen Zustand gleich die Pipette aufzuziehen, das sollte man nicht tun. Luft tut eurer Kosmetik nicht gut. Und dann solltest du natürlich nach Möglichkeiten auch keine Luft reinpumpen. Pipette rausholen. Pipette zudrücken, reinpacken, loslassen und schon ist eure Pipette aufgefüllt. Gewöhnt euch das wirklich ab. Das ist gar nicht gut, absolut nicht. Gleichzeitig verzichtet nur eben auf überflüssige Verpackungen. Man kann es immer noch nicht so in die Drogerie packen, das geht einfach nicht. Ihr kennt die Leute, die alles aufmachen müssen. Und wenn ich mir denke, ich würde das Fläschchen so holen, hätte ich immer so ein bisschen Angst, dass jemand schon die Sachen aufgemacht hat. Es ist eben versiegelt und sobald Sauerstoff an die Kosmetik rankommt, wie bei dem Tipp mit der Pipette, wisst ihr ja, die Sachen gehen umso schneller kaputt. Deswegen sind die Sachen in einem Kartönchen. In diesem Karton gibt es keinen überflüssigen Raum, wie es in manchen anderen Verpackungen so ist. Das passt exakt rein. No möchte auf Plastikverpackungen verzichten. Also ein Einschweißen oder so wäre jetzt keine Möglichkeit, aber ich denke, dass es zukünftig da irgendwie eine Möglichkeit geben wird, das Fläschchen auch ohne Umverpackung vielleicht rauszubringen. Aber da würden mir in dem Fall auch die Ideen irgendwie fehlen. Bis dato bleibt es eben in diesem Kartönchen drin und hat eben diesen überflüssigen Stauraum nicht. Ich habe einige Produkte gehabt von anderen Marken, wo du dir echt gedacht hast, wo ist der Rest vom Produkt so? Du hast eine riesen Verpackung gehabt und bist so eine ganz kleine Flasche, wo du dann auch gedacht hast, okay, das musste jetzt auch nicht sein. Und das hat man eben bei No nicht. Ihr kennt ja auch die Aluminium-Tuben. Und auch da ist es so, dass man halt einfach ein bisschen darauf achten muss, wenn man die Sachen leer macht, dass man halt die einzelnen Bestandteile voneinander trennt. Das hier ist ja Glas. Und ich mache es meistens immer so, dass ich den Deckel eben in den Restmüll packe und das Glas dann zu meinem Altglas packe. Ich selber würde mir das Produkt jetzt nicht nachkaufen. Ich habe aber positive Erfahrungen damit, weil es halt wunderbar in die Haut einzieht. Wer weiß, zukünftig vielleicht werde ich es mir irgendwann mal noch holen, aber da wirken eben andere Inhaltsstoffe bei mir wesentlich besser. Aber wenn du halt wirklich Typ trockene Haut bist, dann könnte das echt was sein. Welche Erfahrungen hast du mit dem Produkt gemacht? Schreib das bitte gerne unten in die Kommentare. Auch wenn deine Erfahrungen von meinen komplett abweichen, schreib es trotzdem unten in die Kommentare. Denn dann weiß mein Zuschauer und kann überlegen, kaufe ich mir jetzt das Produkt oder hole ich es mir nicht? Denn jede Haut ist anders, demnach machen wir unterschiedliche Erfahrungen. Ich melde mich an der Stelle wieder ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib mir gerne einen Daumen nach oben und hinterlasse einen Kommentar. Ich sage danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.